Also Samra ist ja in Kritik geraten, ne? Ja. Weil er sich auf dem Nacken so ein Dreieck mit einem Auge tätowieren lassen hat. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, Digga. Und in Warum, seinem Digga? letzten Track Schockstarre. Und dann Ja? hat er so viel Kritik von den Fans abgekriegt, hat er das Video runtergenommen. Ach was. Ja. Heftig, Digga. Ja, er sorgt immer gern für sehr Uah. viel Rubel, für sehr viel Wind. Kontrovers Vielleicht ist halt, es ne? ja auch so gewollt. Vielleicht will er auch diesen Hype, vielleicht auch nicht. Ah, okay, krass, ja. Ja, auch deswegen der Songtitel, ne? Draufgänger. Ja. Baby ist flexibel, prima Ballerina. Und sie liest die Bibel auf Cannabis Sativa. Ich seh arrogant aus, sie steht auf mein Standmaul. Ich hab sie durchschaut, ich hol einfach so den Schwanz raus. Ra, Schüsse fallen, Blut und Wasser auf der Ich muss sagen, Regenjacke. also erstmal, das hat was eigentlich. Das Also, es hört sich ist cool ein an. ganz anderer Style Ja, jetzt, finde ich ne? auch. Finde ich auch. Auch der Beat ist so, der knallt, aber er knallt nicht so heftig in die Ohren rein, sondern er ist so anders knallig, ne? Vor allem, Das man denkt bockt. immer so bei Samra, jetzt kommt wieder dieser typische Samra-Track, aber das geht in eine ganz andere Finde Richtung. ich cool, aber muss ich sagen, echt. Tödlich wie der Stift in meiner Federmappe. Und ich mach es, weil ich muss, Dicker. Und diese Weste ist nicht weiß, sondern schusssicher. Und wir ballern mit der Heckler, Cataleya ist der Name. Grün, gelb, lila ist die Farbe. Gürtel von Versace, Ticker auf der Straße. Digitale Waage, Bunker, Schnee in der Garage. Bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Er ist Ah, finde coole ich Vibes. nice, ey. Ich finde es nice, er versucht wieder was ganz anderes zu machen. Das hätte er für meiner Meinung nach viel früher Das hat machen auch voll so müssen. einen Street-Style, das finde ich cool. Das ist gerade im Kommen, so dieses Street-Style wieder. Ja, stimmt, Deswegen, ne? das ist gerade im Kommen und das macht er richtig gut, Digga, finde ich. Ja, also ich finde, das hätte er schon vor ein paar Monaten schon machen können, Digga. Geil. Geil, ja. Mit der Wumme 45er Glock. Staub in der Lunge wegen 40er Ort. Wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Raub mit der Wumme 45er Glock. Staub in der Lunge wegen 40er Ort. Wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Und ich rolle in nem Benzer, Assi hinterm Lenkrad. Lauf auf jedem Sender Nummer 1 in den Trendcharts. Wir machen. Das gibt auch ein ganz anderes Feeling auch, Ja, ne? ich bin Ey, sehr heftig. positiv auf jeden Fall Heftig. überrascht. Guck mal, wie viel man bewirkt, ne, wenn man so eine andere Richtung mal Also mich catcht macht. der Beat auf jeden Fall richtig geil. Ich kann mir den richtig vorstellen, so ohne auch Samra so den sich zu geben. So, hört sich richtig cool an. So, wie so ein Filmtrack bisschen auch so Ja, leicht, so ein ja. bisschen, ne? So dieses so. Cool, und er macht das richtig stark. Also cooler Song auf jeden Fall, Nice. Den Bankjob, Jacke ist Chicago, Kettenraucher Cardio, Bretter im Galado. Hass auf meine Ex, gib mir Aspirin-Komplex. 20 Mille in der Tasche, ich verballer sie für Sex. 95er Porsche, 911 Turbo S. Meine Welt voller Stress, doch die Felge, sie glänzt rar. Frag nicht, wie lange dieses Sickig dauert. Ja, Bitch, ich bin randvoll mit Whisky sauer. Asozial, mach die Scheiße, weil ich muss. Auf die Krümel, die vom Rand fallen, hab ich keine Lust. Denn ich bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Also es hat auch insgesamt so Oldschool-Vibes, auch insgesamt gesehen, so dieses, man kommt so, man wird, als wird man wieder so ein bisschen so, sag ich mal, so 10 Jahre oder so 8 Jahre zurück in die Vergangenheit versetzen und so diese Tracks, die jetzt kommen, so, weißt du so. Guck mal, ist auch heftig, sind auch 3 Minuten 45, muss man bedenken, ne? Ist gar nicht 2 Minuten irgendwas, so Track jetzt zu Ende, sondern es geht einfach noch weiter. Also das ist ja das Ding. Das ist ja auch wie früher quasi, ne? Vor allem, ich finde das auch nice, das gibt so ein Feeling, als wenn man seine Kopfhörer aufsetzt, losrennt und sich. Und dann so Vorrap, so kommt das rüber und das stimmt, kommt ne? geil rüber. Ja, cooler Track, man. Wumme 45er Glock, Staub in der Lunge wegen 40er Ort. Wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Raub mit der Wumme 45er Glock. Staub in der Lunge wegen 40er Ort. Wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Ich bin ein Draufgänger, Junge. Ui. Wann ist das ist auch, diese Songs sind auch so. Finde ich, wie früher man so, weil du hörst das so oft quasi, also der wiederholt das ja oft jetzt, ne, das mit Draufgänger Junge und so, aber das ist ja extra, das soll ja so Ohrwurm-mäßig werden so, und das ist ja das Ding, früher zum Beispiel die Tracks, wie wir gehört haben, die konnten die alle auswendig, wir konnten die alle auswendig, die Tracks, weißt du so, weil das ist so, weil die hörst du halt lange so, weißt du, du hörst so 3, 4 Minuten durch und dann wiederholt sich halt oft diese Hook und sowas und die brennt sich in deinen Kopf rein so, weißt du, auf dieser Melodie und alles und so, und deswegen lernst du das so schnell auswendig. Die hat noch was so im Kopf hängen bleibt einfach. Ne? Das ist das, weil wenn diese kurzen Tracks nur 2 Minuten, dann kommt einmal die Hook oder vielleicht zweimal und das war's. Und dann hast du den Track so, den hörst du einfach, okay, finde ich cool und das war's so, ne? Aber das so, diese Tracks, die bleiben einem dann im Kopf so richtig drin, so weißt du so, weil du dieses so oft das hörst und so und das hört sich auch heftig an. Das ist geil, mit ne? der Wumme, Staub in der Lunge. Walla, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott, ich bin ein Draufgänger, Junge. Raub mit der Wumme, nicht. Staub in der Lunge,
Wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Ich bin gespannt, was jetzt noch der Track für eine Wendung nehmen wird. Ich hätte jetzt gedacht, dass er noch ein bisschen durchrappt. Aber jetzt hat er jetzt schon so ein bisschen so einen kleinen kurzen. Kam so ein bisschen so, als wäre das Ende schon. Ja, so, ne? Deswegen bin ich gespannt, jetzt, was jetzt noch über eine Minute kommen wird, ne? So, vielleicht ist der Track auch schon bald zu Ende und kommt vielleicht so ein Teaser oder so. Ja. Gucken, ne? Der Ort, Wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Raub mit der Wumme, 45er Glock. Staub in der Lunge wegen 40er Ort. Wallah, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Gott. Beat auf jeden Fall. Richtig geiler Beat. Das fand ich jetzt geil. Das wollte ich sowieso haben. Dieses einfach nur dieser Beat jetzt laufen, so weißt du, so nochmal so. Das ist geil. Er wirkt für mich jetzt ein bisschen, als wäre der Track aber versucht, auf Krampf nochmal ein bisschen so in Länge gezogen zu werden, weißt du? Ja. So muss ich sagen, ist jetzt persönlich für mich nicht so cool, stört mich jetzt aber jetzt im Großen und Ganzen nicht. Der Track war insgesamt natürlich super geil, Digga. So, wenn das erst braucht, jetzt mit den Länge ziehen, so okay, ne? Wird schon ja, so vielleicht gut. Dachten die sich, so. Die schmeißen mal so ein bisschen was Nices von Lukas rein. Ja, ja. Ja, keine Ahnung, können jetzt nochmal durchhören oder vorspulen, keine Ahnung, aber da kommt jetzt nicht mehr viel. Naja. Na, sein Merch oder was? Hat er nicht mal ein Kollabo gehabt mit H&M oder so? Damals? Mit Snipes. Snipes war das, ne? Stimmt, ja, ja. Okay. Ja, mit seiner neuen Collection. Katalea Edition Shop. Er macht, aber muss schon sagen, ne? Aus diesem Katalea macht er schon sehr viel, holt er sehr viel raus. Ist auch sein Wort quasi, ne? So, ja. Das hat er so. Ja, aber fand ich nice. Ich fand den Stilwechsel, diesen Style, fand ich nice. Auf jeden Fall fresh, Digga. Tausendmal fiel ich zu Boden, Bruder, aber einmal mehr stand ich wieder auf. Yes, so. Geboren, um zu verlieren, doch ging als Sieger raus. Beide Mittelfinger oben, spuckt dem Schicksal ins Gesicht. Kam von unten hoch, aus dem Dunkeln an das Licht. Immer noch der Hunger in Person, kam von Kummer und kein Lohn. Will sie bunkern, die Millionen. Ich hab viel Scheiß gefressen, geh ans Mike und spuck es wieder aus. Augen wieder blutrot, high von dem Reefer-Rauch.